Sie hat nichts und du desgleichen. Dennoch wollt ihr, wie ich sehe, zu dem Bund der heiligen Ehe euch bereits die Hände reichen? Kinder, seid ihr denn bei Sinnen? Überlegt euch das Kapitel. Ohne die gehörigen Mittel soll man keinen Krieg beginnen. Hallo, 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 grüß dich. Ja. Hallo. Die Dame des Hauses. Mhm. Der und Sohn, euch, gute Leute. Und der Sohn des Hauses. Der Sohn des Hauses, mhm. Ja, genau. Aha. Ja, des Hauses Eberts, ne? Ja. Ein sehr interessantes Gedicht, ne? Ja, ja, interessanter, ja. Text, ne? Ja, ja. Ohne soll man keinen Krieg beginnen. Ohne Mittel, ja, genau. Ja, ja, ohne Mittel, Christoph, ja. Wenn du keine Wohnung hast, nichts hast, und dann kommt vielleicht noch hinzu, dass du auch nichts zu essen hast, stell dir mal vor. Ja. Dann ist, da kann noch so große Liebe sein, Christoph. Richtig, ja. Well, ja? Dann hängt es natürlich davon ab, wie stark die Liebe ist. Ne? Wenn zwei Leute miteinander auskommen wollen, auch wenn es keine Mittel gibt oder wenig Mittel gibt, ne? Ich habe ja noch ein anderes Gedicht, aber das mache ich das nächste Mal von Erich Kästner. Das ist genau das Gegenteil. Wirklich, ja? Ja, ja. Na ja, dann sagen wir mal wieder willkommen. Ja. Willkommen zu Hause, willkommen bei Muttern, bei Mama. Bei Mama, ja. Willkommen bei Mama, das mag sie ja so gerne. Ja, dass die großen Männer sagen auch nur, dass wenn sie von ihrer Mutter sprechen, nur noch Mama. Mann, auch wenn ich hier größer bin als du. Ne? Sprechen nur willkommen, Grüßchen, hallo. Ich finde, Mama ist auch viel zärtlicher, klingt viel zärtlicher als Mutter. Mutter ist irgendwie kalt. Dann gibt es ja auch Mamasöhnchen, ne? Ja. Was anderes, ne? Das kann man ja auch alles irgendwie auslegen, wie man das möchte, ne? Ja, das kann ja auch schön sein, ne? Ja, ja, genau. Mamasöhnchen. Ja, ja. Da unten ist irgendwie noch Sahne. Oh, richtig, ja, genau. Ja, und die wollten wir nicht im Bild haben. Die hier, wollten ne? wir nicht im Bild haben. Gib ich ein bisschen? Ja, mach ein bisschen. Danke. Aha. Also, es schmeckt doch besser mit Sahne. Aber bitte mit Sahne, ne? Ja, aber bitte. Sahne. Jo. Da gibt es ja so ein schönes Lied von. Aber mit dem. Udo Jürgens, ne? Richtig, ja. Aber bitte mit Sahne. Ja, dann lasst es euch schmecken. Ist schon früh. Very good. Schmeckt schon nach Sommer und Frühling, ne? Also ja, da kommt ja auch mit großen Schritten, ne? Das Wetter ist ja auch schon vor ein paar Tagen war unglaublich warm, jetzt ist es wieder kühl geworden. Naja, im Mittelgebirgen liegt Schnee. Ist Schnee gefallen, von haben sie angesagt. So eine Sache mit dem Wetter, ne? Mhm. Es macht, was es will. Aber das ist wiederum auch sehr interessant, findest du nicht auch? Was? Dass das, man sich nie darauf verlassen kann, im Winter schneit es nicht. Ja, es hängt ab, wovon oder wo wir im Winter sind. Ich habe ja Sprecher mit meinen Studenten, die ich gleich wieder treffe in Kanada. Und da was ist haben viel die Schnee. Denn erzählt gestern? Ach, viel Schnee ist da. Viel Schnee? Viel Schnee, ja, ja. Ist auch sehr kalt. Ja, Kanada ist klar. Sehr kalt, ja. Ja. Aber Wetter haben wir überall, ne? Mhm. Ja. Aber ich sag, also ganz schlimm. Südafrika. Wir haben heute in der Zeitung gelesen, jetzt ist also wirklich das Höchste erreicht. Wir haben nichts mehr zu essen. Die Südafrikaner. Mhm. Total Trockenheit. Hat es jahrelang nicht geregnet. Mhm. Ja, ja. Also das ist wirklich, jetzt ist die große Katastrophe in Südafrika. Ja, das ist schon schlimm, ne? Muss man gar nicht, wie gut man es hier hat, ne? Ja. Ja? Ja, ich weiß auch nicht, wie man da helfen soll, Christoph. Ja, auch das, die Hilfe, ich meine, wenn man Leuten hilft, das ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ne? Das ist ja auch wie mit meiner Harz-Sache, ne? Die ja jetzt langsam leider so ein bisschen zum Stillstand gekommen ist. Ich meine, ich habe das ja viele Jahre auch unterstützt, allein. Hab da auch Geld gesendet, ne, um verschiedene Gruppentreffen und ein paar so kleine Projekte zu unterstützen, aber das hat auch nicht viel gebracht. Ne? Ich meine, weil das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Alleine kann man nicht da nichts machen. Ne? Ich meine, die können auch, die haben mal angefangen, auch mal so ein Projekt, wo die da im Waisendorf unterstützt haben und denen Essen gesendet haben. Das ging einigermaßen gut, einige Zeit, aber dann ist wieder kein Geld. Dann kamen andere Leute, dann wollten die auch ein Geschäft da aufbauen, ein Office haben. Das sollte renoviert werden, wurde kurz renoviert, aber dann da ist nicht genug Geld. Also eine Person allein, das ist unmöglich. Ja? Ja.
Und vor allen Dingen, wenn diese Person wie ich nicht, dass ich da jeden Monat mehrere tausend Euro zur Verfügung habe. So ist es ja nicht. Ne? Und die meisten Leute da drüben denken natürlich immer, jemand von Europa, die haben alle Geld. Ne? Ja, ja, sicher. Das habe ich dir aber gesagt. Ja, natürlich. Ich habe dich gewarnt, habe gesagt, gibst du dem kleinen Finger, nehmen die ganze Hand und noch mehr. Genau, ja, ja. Und Leute kommen immer wieder, jeden Tag, ne, vor mich da fast Botschaften von Leuten, die kommen zu mir und sagen, ja, hör mal, hilf mir, Probleme mit der Familie, jemand ist krank geworden, war ein Unfall. Bitte sende Geld. Ja. Ja. Aber das ist ja nicht die Lösung, ne? Weil das ist ja, weil der Punkt ja von dieser Hartz-Gruppe ist ja eigentlich, dass die Leute lernen, sich selber zu helfen. Mhm. Und das ist ja die einzigste Möglichkeit wirklich, ne? Genau. Weil niemand kann einem da ja helfen und Geld ist ja nicht die Lösung, ne? Ja, aber dann oft versuchen sie es auch, die lassen sich alles Mögliche einfallen, was gar nicht stimmt, ne? Klar. Ja. Natürlich, auch manchmal erfinden die da Geschichten. Natürlich. Ich hatte ja in der Vergangenheit, da war mal sogar ein Pastor, der hat ja irgendwie, er wurde in der Geschichte erzählt, dass jemand da vergewaltigt worden ist, ein Mädchen, und das hat sich dann herausgestellt, war überhaupt nicht wahr. Ja, und das war ein Pastor. Ein Pastor, guck mal, ja. Ja, der Pastor. Ein Pastor. Ja. Habe ich doch so ein Erlebnis gehabt als Kind, ne? Aha. Dass ich zu dem Pfarrer gesagt habe, Herr Pastor. Und da hat er mich angeschrien. Ich wusste gar nicht, was los war. Ich bin nicht Pastor, ich bin Pastor. Aha. Also Humor, weißt du, ist bei manchen Menschen gar nicht. Also wenn so ein Kind sowas sagt, kann ich stell dir mal vor. Nicht? Das war fast so schlimm wie ich als damals, Pastor. Dass ich eine Nonne eine Nutte genannt habe. Das ist vielleicht ein bisschen. Ne? Das ist eine andere Sache. Genau, nicht? Aber da warst du ganz klein, ziemlich klein noch jedenfalls. Ja, richtig, ja. Ich habe schon Dinge gemacht, wie ich dann die Sonne haben wollte. Ne? Die Sonne haben wolltest, ja. Das war auch ein tolles Ding. Du hast geschrien. Ja. Ich will die Sonne haben. Ich bin mal spazieren gegangen, habe ich die Sonne im Himmel gesehen und gesagt, ich will die Sonne haben. Ja. Ich wollte einfach die Sonne haben, ne? Und Fadi hatte ich das, der wusste nicht mal, was er machen soll. Da hatte ich zwischen die Beine gegangen und die einen draufgegeben. Ja. Du hast trotzdem hast du getobt. Ja, natürlich, ja. Ja, das ist ja die Sache mit dem Willen, ne? Wir wollen, was wir wollen. Kriegen was auf die Bullen. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bullen. Ne? Ja. Das Westfälisch. Schade eigentlich, ne? Ja. Also das ist Westfälisch. Westfälisch ist das Dortmund. Bullen, die sagen Bullen. Ja. Den Ausdruck kennt man hier gar nicht. Nee. Bullen. Auf die Bullen. 2020 haben wir, ne? Ja, eine tolle Zahl, 2020, ne? Ja. Und ich war damals, als ich meinen Ausweis kriegte, habe ich gedacht, der geht bis 21. Mhm. Da habe ich gedacht, oh Gott, das erlebst du doch gar nicht mehr. Ja, mal da, ne? Ob du das noch erlebst, habe ich noch früher gedacht. Ja. Und jetzt muss ich noch wieder erneuern. Mhm. Ja. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Naja, Christoph, stell dir mal vor, wenn sich das bewegt. Wie meine Großmutter, 101, dann habe ich noch, oh wei. Ja, hast du noch einiges vor dir, oh, ne? Oh wei, da habe ich ja noch einiges vor mir. Und ich ja auch, ne? Ja, da musst du mich noch führen. Aha, richtig, ja. Vielleicht gehen wir beide zusammen ins Altersheim. Okay, weißt du das? Ja. Hat die Ursula ja auch gesagt. Aha. Ich habe das gehört, beide ins Altersheim. Oh Gott. Oh, da lacht sie, meine Mutter. Ne? Sie findet das so komisch. Ich finde das gar nicht komisch. Ne? Ich finde das schon komisch. Ich will das gerne mal ein bisschen leben, ne? Bevor das irgendwann mal dahin kommt. Ne? Ich fühle mich ja irgendwie so noch. Das ist ne? sehr komisch. Am Anfang meiner Karriere, würde ich schon gerade sagen. Was denn? Ich fühle mich ja irgendwie so noch. Am Anfang aller Dinge. Ne? Ah, ja. Auch wenn ich schon im fortgeschrittenen Alter bin. Ne? Ja. Und ich auch. Du auch, ja, genau, wer weiß, ne? Kann ja sein, ja, ne? Ja, was natürlich. Du noch auf die Zukunft, dass du mal wieder auf die Bühne noch mal ja, und dich dann noch irgendjemand einen anlachst. Ne? Ja, mit 90 wollte ich sowieso machen. Genau, richtig, dass du dann noch Karriere machst, genau, ja, logisch. Dann nochmal Tour. Ja. Das wäre doch was, ne? Die Dolle Dolly, ne? Würde mich nicht wundern. Das habe ich auch vor. Das ist in unserer Familie alles ein bisschen anders, ne? Ja. Ich hoffe nicht, dass ich sowas mal erlebe wie Fadi. Ja. Fadi ist tot. Setz dich hin. Guckt Fernsehen, Fußball, ich gehe raus, komm rein, er sitzt hier. Ja, genau so, da. Und ja, schnarcht. Ja. Und ich mache noch so meine Witze, sage, hast du wieder zu viel gearbeitet, und er reagiert nicht. Und das war's. Ja, das war eigentlich ein schneller Tod für ihn, ne? Ja. Wenn man ihn dann noch wieder. Für das, was er sich gewünscht hat, ne? Ja, genau, wenn man ihn dann noch wiederbelebt hätte, wer weiß, ne? Ja. Das war auch so einer. Er wollte nicht jemand zur Last fallen. Ja, ne? Das hat er immer wieder gesagt.
Wenn ich auch eine jüngere Frau habe, aber ich möchte dir nie zu Last fallen, hat er mir immer wieder gesagt. Mhm. Natürlich, ja. Das war genau, das hat das genau bestimmt, nicht? Du weißt ja. Mhm. Unser 35. Hochzeitstag haben wir noch schön gefeiert hier. Mhm. Und dann sagt er zu mir, ich möchte mal ganz schnell einen Tod. Und einen Monat später ist das passiert. Wow, ja. Und das war ja ein Jahr, nachdem ich nach Amerika war, ne? Da habe ich ihn leider nie wieder gesehen, ne? Und das hat er ja gesagt, hat er ja auch vorher gesagt, ne? Ja. Ja, aber so ist das im Leben, ne? Dinge passieren, wie sie passieren, ne? Das muss ja alles so kommen, ne? Ja. Ja? Ich sag, man muss mit, oder man sollte doch mit Zuversicht auf die Zukunft sehen. Hm. Ja? Ich dachte immer, wenn man in die Vergangenheit guckt und sagt, ach, da ist was falsch gelaufen, jetzt mach doch nicht wieder den gleichen Fehler. Ja, man kann natürlich immer so denken. Man macht immer wieder Fehler. Ich habe das gestern auch wieder gehört. Aber wehe, man macht dieselben Fehler immer wieder. Ja. Das ist schlimm. Ja, ja. Wenn man immer wieder dieselben Fehler macht. Mhm. Ja, vom Fehler zum Beispiel was immer, überall was zu vergessen. Mhm. Irgendwas liegen zu lassen. Im Zug. Ja. Ja, das ist ganz schlimm, genau. Ja, also das ist wirklich. War ja letztes Mal, als ich zurückkam. Ja. Ich bin ja gespannt, was ich jetzt wieder sehe. Ja, genau, ja. Vielleicht dein Kopf. Aha. Meine sei froh, dass er angewachsen ist. Sei froh, dass dein Kopf angewachsen ist. Ja. Die Brille vielleicht, ne? Ja. Aha. Also ich weiß nicht umsonst versuche ich mein Gehirn laufen zu bringen. Ja, ja. Das macht sie ja auch sehr intensiv, ne? Jeden Tag, ja. Irgendwas vergesse. Ja, ja. Du machst ja auch sehr viel nach, diese ganzen Gedichte, die du auswendig lernst. Ja, irgendwas noch, ne? muss ich tun. Ja. Jeder Mensch muss einen Wert haben. Und jeder Mensch hat ja einen Wert. Ja. Der ist uns ja in die Wiege gelegt, ne? Nein, aber Wert, du selbst einen Wert zu haben in deinem Leben. Du meinst einen Wert beitragen zum Leben anderer oder zur Gesellschaft auch, einen Wert beitragen, ja. Weil wir alle sind ja wertvoll. Ja. Das hängt ja nicht da ab, den Nutzen, den andere von uns ziehen können oder sehen. Ne? Keiner sieht aus wie der andere. Ja, das ist ja sowieso. Ja. Wir alle sind einzigartig. Besondere Menschen. Ja, das ist wie diese Blumen. Ne? Ach, toll. Einzigartig. Oh, ne? Das so ein Traum, ne? Was du mir da geschenkt hast. Zu Weihnachten. Ja, zu Weihnachten hast du mir den geschenkt, hat mir die Azalee geschenkt. Und die haben schon geblüht. Und die blühen immer noch und werden immer schöner. Ja, ja, da sind ja noch einige, die noch aufgehen. Ne? Ja. Immer noch welche? Hier ist noch eine. Da und da. Da. Das ist ja ein Traum. Ja, Wahnsinn, ne? Aber ich behandle ihn auch so, wie er es verdient. Ne? Etwas kühl gestellt, gar nicht an die Heizung und immer schön reingucken, von unten ein bisschen gießen, nicht zu viel gießen. Was jede macht? Pflanze hat andere Bedürfnisse. Ich wollte schon gerade sagen, wie wir Menschen. Wie wir Menschen, sehr gut. Ne? Und die sollte man manchmal auch berücksichtigen, diese Bedürfnisse. Ne? Ja. Weil manchmal ist es ja auch so, dass, und Eltern, glaube ich, haben das auch oft für ihre Kinder, die sagen, ich weiß, was am besten für dich ist. Mhm. Ne? Naja, sowieso. Aber das kann ja eigentlich die Person nur für sich selber. Das Kind, oder eventuell wir selber lernen das ja, was am besten für uns ist. Das kann ja nicht jemand anders für uns über. Ja, uns aber sagen. Du kannst, also als kleines Kind kannst du das aber sehr annehmen von deinen Eltern. Ja, aber Kinder weigern sich da. Sie wehren sich dagegen auch oft, ne? Nee, es geht jetzt also um harmlose Dinge, mit dem Essen und so weiter, weißt du. Dass man das annimmt. Das ist gut für mich, das ist schlecht für mich. Ja. Aber auch das müssen sie ja selber für sich lernen, ne? Wir müssen das ja alle für uns selber lernen, ne? Was am besten ist für uns. Ne? Sollten wir doch, ne? Ja, sollten wir. In diesem Sinne. In diesem Sinne, mein Schatz. Bedanken wir uns wieder für eure Zeit. Ja. Ne? Man sieht sich, ne? Man sieht sich, Päuschen. Nächstes Mal nicht. Übernächstes Mal. Übernächstes Mal. Alles klar, ne? Jo, tschüss. Ciao.